Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial heute über die FEM Workbench von FreeCAD. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man in der Finite Elemente Workbench von FreeCAD mit zwei unterschiedlichen Materialien, die unterschiedliche mechanische Eigenschaften haben, arbeiten kann. Als Beispiel für dieses Projekt verwende ich so einen großen Kunststoffblock hier im Post-Processing blau dargestellt, der an seinen beiden schmalen Seiten einmal an dieser Seite hier und an dieser Seite fest im Raum fixiert ist. Weiterhin ist in diesem Kunststoffblock nun ein Stahlwinkel eingelassen, der hier oben mit einer Last von 500 Newton beaufschlagt wird. Ich verwende in diesem Tutorial eine Entwicklerversion von der 0.18er Version von FreeCAD, und zwar den Development Snapshot mit der Revisionsnummer 14.790. Im Folgenden möchte ich euch nun im ersten Teil des Videos zeigen, wie ich diese Geometrie in FreeCAD modelliert habe. Im zweiten Teil des Videos werde ich mich dem Preprocessing widmen, das heißt dem Definieren der Randbedienungen und der Materialien und der Vernetzung. Und im dritten Teil des Videos werde ich kurz auf die zwei unterschiedlichen Post-Processing-Möglichkeiten in FreeCAD eingehen. Nun beginnt das eigentliche Tutorial, das heißt, ich schließe einmal dieses noch geöffnete Zeichenprojekt hier, ich möchte es nicht speichern, und ich stelle sicher, dass ich mich in der Part Design Workbench befinde. Dort wähle ich ein neues Zeichenprojekt in FreeCAD über Create a New Empty Document. Ich möchte nun in diesem leeren Dokument als erstes einen neuen Body anlegen. Ich möchte in diesem Body eine neue Skizze platzieren und diese Skizze soll auf der XY-Ebene liegen. Ich habe diese nun ausgewählt, ich sage OK und gehe hier im Zeichenblatt einmal auf mein Kontextmenü. Hier wähle ich den Eintrag Create Polyline. Ich starte diesen Linienzug im Ursprung des Zeichenblattes, gehe waagerecht nach links, senkrecht nach unten, waagerecht nach rechts, einmal senkrecht nach oben, dabei fange ich die waagerecht liegende X-Achse. Ich gehe waagerecht nach links, einmal senkrecht nach oben, bin ich senkrecht nach oben gegangen, hier gehe ich waagerecht nach links, ich gehe wiederum ein kleines Stück senkrecht nach unten und schließe meinen Linienzug. Nun habe ich hier einige Fehlermeldungen bekommen, diese klicke ich einmal an, betätige die Entfernen-Taste und habe sie damit beseitigt. Meine fünf verbleibenden Freiheitsgrade möchte ich nun über Beschränkungen und Bemaßungen nach und nach beseitigen. Dafür wähle ich einmal diese Kante hier aus und diese hier und vergebe eine Gleichheitsbeschränkung, damit die beiden Linien gleich lang sind. Genauso verfahre ich auch noch mit dieser Kante hier und mit dieser hier. Auch hier vergebe ich eine Gleichheitsbeschränkung und zuletzt wiederhole ich das Prozedere noch mit dieser Kante und mit dieser hier. Gleichheitsbeschränkung und es sind noch zwei Freiheitsgrade übrig. An dieser einen senkrechten Kante hier vergebe ich nun einmal eine senkrechte Bemaßung von 3 mm. Ich ziehe es ein wenig runter, damit man das ordentlich sehen kann. Und in dieser waagerechten hier vergebe ich eine Bemaßung von 30 mm. Damit ist diese Skizze nun komplett grün hinterlegt, das heißt, sie ist vollständig eingeschränkt und ich schließe sie. Nun möchte ich diese Skizze aufpolstern, dafür gehe ich auf den Button Pattern Selected Sketch. Ich möchte hier um 20 mm aufpolstern. Und zwar symmetrisch zur Zeichenebene, das heißt, ich setze hier einen Haken. Nun bin ich hier auch schon fertig und schließe diesen Dialog über OK. Ich gehe einmal auf mein Modell, schaue mir an, wie mein Modellbaum im Moment aussieht. Hier in diesem Modellbaum liegt ein Body drin und meinen weiteren Modellierungsverlauf möchte ich in einem zweiten Body fortführen. Das heißt, ich wähle hier einen neuen leeren Body. In diesem Body möchte ich wiederum eine neue Skizze platzieren. Ich wähle hier Create a New Sketch. Und auch diese Skizze soll wiederum auf der XY-Zeichenebene liegen. Ich wähle diese hier im 3D-View aus und sage OK. Ich gehe hier wieder auf mein Kontextmenü und wähle das Werkzeug Create a Rectangle. Ich ziehe ein Rechteck auf, vergebe an dieser Kante hier eine senkrechte Bemaßung von 30 mm und an dieser waagerechten hier unten eine Bemaßung von 50 mm. Nun sind noch zwei Freiheitsgrade übrig, einfach weil diese Skizze hier noch frei im Raum verschiebbar ist. Das ist jedoch ruckzuck beseitigt, indem ich hier einmal die waagerecht liegende X-Achse und diesen Punkt hier oben auswähle und einen Abstand definiere von 15 mm. Die 30 ziehe ich ein wenig raus. Nun ist noch ein Freiheitsgrad übrig. Ich wähle dafür einmal diesen Punkt hier aus und die senkrecht stehende Y-Achse und vergebe hier eine Bemaßung von 22,5 mm. Nun ist diese Skizze ebenfalls grün hinterlegt, das heißt, sie ist vollständig eingeschränkt und ich schließe sie. Ich wähle wieder meinen Button Pattern Selected Sketch, um die Skizze aufzupolstern. Ich möchte nun um 30 mm aufpolstern und zwar symmetrisch zur Zeichenebene. Ich sage hier OK und bin mit meiner Modellierung damit auch schon fast fertig. Wenn ich nun meinen Modellbaum hier anziehe, stelle ich fest, dass er aus zwei Körpern besteht. Das ist für eine finite Elemente-Analyse so noch nicht tauglich, da ich für meine Vernetzung nur einen einzelnen Körper anwählen kann. Das heißt, ich muss mir nun eine Strategie überlegen, wie ich diese beiden Körper hier vereinigen kann. Für dieses Prozedere wechsle ich einmal über in die Part Workbench.
Einmal hier Part Workbench auswählen. Und hier möchte ich von meinem Stahlwinkel, das ist hier dieser erste Body, im ersten Schritt einmal eine einfache Kopie erzeugen. Dafür gehe ich auf Part und wähle hier Create a Simple Copy. Im nächsten Schritt möchte ich nun von meinem Kunststoffkörper, das ist dieser Body 001, diesen habe ich eben ausgewählt, den zum zweiten Stahlwinkel abziehen. Dafür drücke ich einmal die Steuerungstaste und wähle diesen beiden zweiten Stahlwinkel aus. Nun führe ich eine Cut-Operation durch hier über diesen Button Make a Cut of Two Shapes und nun möchte ich mir mein Ergebnis einmal ansehen. Dafür blende ich den Stahlwinkel, diesen Body hier einmal aus, indem ich ihn auswähle und die Leertaste drücke. Und nun kann man sehen, dass von diesem Kunststoffblock der Stahlteil, der in diesem Kunststoffblock drin steckt, durch diese Cut-Operation abgezogen wurde. Ich blende hier den Stahlwinkel einmal wieder ein über die Leertaste und möchte nun verschiedene Strategien ausprobieren, wie man diese beiden Körper vereinigen kann. Im normalen CAD-Prozedere würde man nun diese beiden Körper hier auswählen und eine Fuse Operation durchführen. Das möchte ich hier beispielhaft einmal tun. Ich wähle hier Mega Union of Several Shapes. Ich habe einen Eintrag im Dateibaum drin liegen, das ist soweit schon mal recht vielversprechend. Nun möchte ich einmal in meinen Körper hineinziehen, dafür gehe ich auf View und wähle hier Clipping Plane. Ich möchte entlang der Z-Achse klippen und wenn ich nun in diesen Körper hineinziehe, stelle ich fest, dass dieser innere Stahlwinkel verschwunden ist. Das heißt, dieser Weg ist schon mal für eine Vereinigung im Zuge einer finiten Elemente-Analyse nicht tauglich. Ich gehe hier auf Close, wähle hier die Fusion aus, betätige die Entfernen-Taste und habe damit diese Operation rückgängig gemacht. Im nächsten Schritt möchte ich einen weiteren, eher weniger vielversprechenden Weg ausprobieren. Das heißt, das ist wieder nur ein beispielhafter Weg, den man vielleicht im Tutorial lieber nicht nachmachen sollte. Ich wähle diese beiden Körper hier aus, gehe auf Part und gehe hier auf Compound und Make a Compound. Auch dieser Weg sieht soweit wieder recht vielversprechend aus. Ich habe einen Eintrag im Dateibaum drin liegen. Wenn ich nun in das Körperinnere hineinsehe, über Appearance und Transparenz, sehe ich, dass mein Stahlwinkel auch erhalten geblieben ist. Soweit so gut. Nun möchte ich einmal durchprobieren, ob hier eine Vernetzung sauber durchläuft. Dafür gehe ich hier einmal auf FEM Workbench. Ich wähle meinen Compound aus, gehe hier auf die G-Mesh-Vernetzung und starte die Vernetzung über Apply. Das wird nun einen kleinen Augenblick dauern. Und wie man sehen kann, die Vernetzung wurde durchgeführt, jedoch nicht in der Art und Weise, wie ich dieses gerne haben möchte. Und zwar wurde hier kein konformes Netz erzeugt, das heißt, das Netz läuft über die beiden unterschiedlichen Solids, einmal Kunststoffblock und Stahlwinkel, nicht sauber drüber, weil hier keine Knoten vorliegen, die von beiden Körpern geteilt werden. Hier dieser Knoten, der liegt irgendwo unterhalb dieser Ebene. Dieser Knoten hier liegt zwar auf der Ebene drauf, jedoch teilen sich die beiden Körper diesen Knoten nicht. Auch hier drüben liegt kein Netz vor, das durch beide Körper sauber hindurchläuft. Einmal die andere Seite kontrollieren und auch hier gibt sich kein besseres Bild. Das heißt, dieser Weg ist ebenfalls nicht vielversprechend. Ich verlasse hier dieses Vernetzungsmenü wieder über Cancel und lösche dieses Netz über die Entfernen-Taste. Ich wechsle nun wieder über in meine Part Workbench. Ich wähle den Compound aus, betätige wieder die Entfernen-Taste und habe damit die Compound-Operation rückgängig gemacht. Nun möchte ich einmal einen wirklich funktionierenden Weg zeigen. Dafür wähle ich diese beiden Körper hier aus. Ich gehe hier auf diesen Eintrag, Shape Splitting Tools. Ich klappe ihn aus und wähle hier Boolean Fragments. Nun möchte ich einen weiteren Weg zeigen, wie man in so einen Körper hineinsehen kann. Ich habe hier die Boolean Fragments ausgewählt und gehe hier auf dieses Lupensymbol Analyze Geometry. Ich gehe hier auf Shape Content und stelle fest, dass dieser Körper nun aus zwei Compounds besteht. Das ist einmal nicht gewünscht. Ich habe keinen Com-Solid. Einen Com-Solid würde ich jedoch gern haben. Ich habe zwei Solids, soweit so gut. Und in Summe muss ich hier noch weitere Mühe investieren, damit diese Compounds verschwinden und ein Com-Solid entsteht. Ich schließe dieses Menü wiederum über Close. Ich wähle die Boolean Fragments hier aus. Ich gehe hier einmal auf den Datentab und wähle hier bei Mode nicht Standard als Vereinigungsmode, sondern Com-Solid. Nun möchte ich über Analyze Geometry wieder einen Blick in den Körper hineinwerfen. Ich wähle hier Shape Content. Nun wurde ein Com-Solid erstellt, das ist schon mal positiv. Ich habe zwei Solids, das ist ebenfalls positiv. Jedoch ist immer noch ein Compound vorliegend, der mich später bei der Vernetzung in Form einer Fehlermeldung stören wird. Diesen Compound möchte ich ebenfalls noch beseitigen. Ich gehe hier noch einmal auf Close. Ich wähle die Boolean Fragments aus. Ich gehe hier auf den Part-Button und wähle hier bei Compound den Compound Filter. Ich wähle ein weiteres Mal Analyze Geometry. Ich klappe hier den Shape Content auf und ich stelle fest, dass ich keinen Compound mehr habe. Dieser wurde nun beseitigt. Ich habe einen Com-Solid, das ist positiv. Ein Com-Solid ist quasi ein Arrangement von Solids, wobei sich die Solids jeweils einen Face, das heißt eine Fläche, teilen.
Ich habe zwei Solids und ich habe 20 Faces. Nun möchte ich einmal an diesem einfachen Modell ganz einfach die Faces nachzählen. Dafür gehe ich einmal auf den Model Tab. Ich gehe hier auf den Compound Filter, auf Appearance. Ich wähle hier Transparenz, 80%. Und hier unten bei View wähle ich einmal bei Selectable wähle ich einmal False aus. Das heißt, ich möchte die Körper nicht anwählen können. Und ich zähle meine Flächen durch. Der Kunststoffblock hat in Summe schon einmal 6 Flächen, dann dieser obere Teil hat hier einmal 6, 7, 8, 9, 10, 11 Flächen, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Faces. Das heißt, die Faceanzahl ist wirklich korrekt und im Inneren dieses Kunststoffblocks teilt sich die Geometrie jeweils ein Face im Interface zwischen Kunststoff und Stahl. Das heißt, nun ist meine Vereinigung der beiden Körper auch wirklich in dieser Art und Weise durchgeführt, wie ich es auch haben möchte. Ich gehe hier auf Close und kann meine eigentliche finite Elemente-Analyse starten. Dafür gehe ich wieder auf die FEM Workbench. Dort angekommen wähle ich einen neuen Analysen-Container. Ich klappe ihn einmal auf und ich möchte nun meine Constraints vergeben. Ich starte mit einem Fixed Constraint, das ist hier dieser Button. Ich muss hier einmal auf Compound, wieder auf Selectable, auf True gehen, damit ich meine Flächen auch anwählen kann. Ich wähle hier diese Fläche aus, ich gehe hier auf Add und füge diese Fläche hier ein. Ich drehe meinen Körper ein wenig, ich wähle noch diese Fläche, füge sie hier ein und bin damit mit meiner Fixierung des Körpers im 3D-Raum auch schon fertig. Nun wähle ich hier einmal den Lasteintrags-Button. Ich möchte meine Last auf dieser Fläche hier definieren. Die Last soll 500 Newton betragen und ich schließe diesen Dialog über OK. Nun möchte ich noch meine Materialien definieren, dafür gehe ich auf den Material-Button. Ich möchte hier kein Standardmaterial, wie es in FreeCAD schon hinterlegt ist, verwenden, sondern ein nutzerspezifisches. Dafür gehe ich hier auf diesen Button, Use FreeCAD Material Editor. Ich gehe hier auf Mechanical, mein E-Modul bzw. Young's Modulus soll 210 GPa betragen, das heißt hier fehlen noch 3 Nuller. Und meine Querkontraktionszahl soll bei 0,3 liegen. Ich sage hier OK. Zoome ein wenig herunter, ich gehe hier auf Solid, denn ich möchte meine Materialeigenschaft auf seinen Solid zuweisen und nicht auf eine Fläche oder auf eine Kante. Ich gehe hier auf Add und wähle hier diese Fläche des Stahlwinkels aus. Hier wurde nun das Solid 1 eingefügt, das ist soweit in Ordnung und ich verlasse dieses Menü über OK. Ich wähle noch ein weiteres Mal den Material-Button. Ich möchte wiederum ein nutzerspezifisches Material anlegen, dafür gehe ich auf Use FreeCAD Material Editor. Ich gehe hier auf Mechanical, als E-Modul wähle ich nun 1200 MPa und als Querkontraktionszahl 0,38. Ich sage hier OK, zoome wieder runter, gehe hier auf Solid, ich wähle Add und wähle hier diese Fläche des Kunststoffkörpers. Und hier wurde nun das Solid 2 eingefügt. Ich gehe hier auf OK und muss nun noch im letzten Schritt meine Vernetzung durchführen. Dafür wähle ich einmal hier diesen Compound Filter und wähle die G-Mesh-Vernetzung. Meine maximale Elementgröße soll nun 4 mm betragen und ich verlasse dieses Menü nun nicht über Apply, denn damit würde die Vernetzung gestartet werden, sondern nur über OK, denn ich möchte noch eine Netzverfeinerung einfügen. Ich habe nun hier so ein leeres Netz im Dateibaum drin liegen, das kann ich mir auch einmal ansehen über Print-FEM Mesh Info. Dieses Netz ist nun komplett leer. Ich wähle das Netz wiederum aus und durch das Auswählen des Netzes wird hier dieser Button FEM Mesh Ration für eine Netzverfeinerung aktiv. Diesen wähle ich aus. Meine maximale Elementgröße bei der Netzverfeinerung soll bei einem Millimeter liegen und ich möchte die Netzverfeinerung nun auf das Innere dieses Stahlwinkels anwenden. Das ist jedoch im Moment nicht möglich, da der Kunststoffblock im Weg ist. Das heißt, ich muss ihn ausblenden. Dafür gehe ich hier einmal auf den Model Tab. Ich klappe hier den Compound Filter und den Boolean Fragments auf. Den Compound Filter wähle ich aus. Ich betätige die Leertaste, um ihn auszublenden. Und diesen Body, diesen Stahlwinkel, möchte ich über die Leertaste einmal einblenden. Nun gehe ich wieder auf den Task-Button hier oben. Ich gehe hier auf Add, wähle diese Fläche hier aus, weiterhin noch diese Fläche hier und zuletzt noch diese Fläche hier unten. Damit bin ich in dieser FEM Mesh Ration Dialog auch schon fertig. Ich gehe hier auf OK. Meinen Body hier blende ich über die Leertaste wieder aus und meinen Compound Filter ein. Und nun mache ich einen Doppelklick auf das FEM Netz und starte meine Vernetzung über den Apply-Button. Die Vernetzung wird nun 5 bis 6 Sekunden dauern. Die Vernetzung ist in 5,2 Sekunden ohne Fehlermeldung durchgelaufen und ich schließe diesen Dialog über OK.
Nun möchte ich einmal einen Blick in mein Netz hineinwerfen. Das wäre doch ganz interessant. Dafür aktiviere ich einmal mein Netz und blende es über die Leertaste wieder ein. Dafür gehe ich im ersten Schritt einmal auf Macs Faces Inner. Hier füge ich drei Nuller ein, damit auch genügend Faces da sind, damit das Ganze angezeigt wird. Das ist so eine Eigenart von FreeCAD. Im nächsten Schritt gehe ich hier einmal auf Faces, Wireframe and Nodes. Ich möchte hier nur Wireframe haben. Bei Show Inner gehe ich hier einmal auf True. Und nun wird mir mein gesamtes Netz inklusive der inneren Netzverfeinerung auch dargestellt. Auch hier möchte ich einmal wieder etwas genauer hineinsehen. Dafür gehe ich hier einmal auf Clipping, View und Clipping Plane. Ich gehe hier auf die Z-Achse, zoome etwas hinein und stelle fest, dass hier nun tatsächlich eine Netzverfeinerung an dieser Oberfläche des Stahlprofils durchgeführt wurde. Ich gehe mal auf Appearance noch ein wenig weniger, nehmen wir mal 67. Na. Nun sieht man das ein wenig schöner, zumindest ein kleines wenig. Hier sieht man, dass eindeutig eine Netzverfeinerung durchgeführt wurde. Mein Clipping über Task Panel beende ich einmal. Nun, meine Randbedienungen habe ich definiert, mein Material habe ich definiert und ich kann nun meine Analyse tatsächlich auch schon starten. Dafür mache ich einen Doppelklick auf den Calculex Solver. Ich lasse mir meinen Eingang falsch schreiben, das geht relativ zügig. Und ich starte meinen eigentlichen Solverlauf über Run Calculex. Das wird nun in etwa 50 bis 60 Sekunden dauern. Ich werde diese Zeitspanne in diesem Video herausschneiden, damit es nicht ganz so lange wird. Mein Solver hat geendet. Das Ganze hat in Summe 54,1 Sekunden gedauert und ich verlasse diesen Dialog über Close. Nun möchte ich einmal den ersten Post-Processing-Weg in FreeCAD zeigen. Ich wähle hier diesen Results-Eintrag aus und gehe hier auf diesen Button und zwar Shows and Visualizes Selected Results Data. Ich habe hier nun die Möglichkeiten, mir die absoluten Verformungen anzeigen zu lassen. Das wären in diesem Fall 0,0169 mm. Ich habe hier auch so einen Schieber, mit dem ich die Verformung quasi animieren kann. Hier habe ich einen Vergrößerungsfaktor von 500. Ich gehe einmal auf den Vergrößerungsfaktor 1, das heißt Realbedienungen, und man sieht, in der Realität würde sich dieser Körper so gut wie gar nicht verformen. Ich gehe hier einmal auf 100. Bei denen habe ich hier die Möglichkeiten, mir noch von Mises Vergleichsspannungen anzeigen zu lassen. Jedoch erkennt man hier schon, dass dieses Darstellungsmenü irgendwo an seine Grenzen stößt, da hier alles grün dargestellt wird und ich kann gar nicht erkennen, wo meine maximalen von Mises Vergleichsspannungen auftreten. Diese wären in diesem Fall 25 Megapascal. Das heißt, dieser Post-Processing-Weg ist für so eine Visualisierung nicht wirklich geeignet. Das ist jedoch kein Problem, denn erfreulicherweise gibt es in FreeCAD noch einen zweiten Post-Processing-Weg. Dieses Menü hier schließe ich einmal über Close. Ich wähle hier diesen Antrag aus und gehe hier auf diesen Button Create a Post-Processing Pipeline from a Result Object. Dieses ist im Moment noch komplett leer. Das stört mich auch nicht weiter, da ich es gar nicht direkt verwenden möchte. Ich wähle es einmal aus und gehe nun auf diesen Button hier für einen Clip-Filter. Define Create a Clip-Filter, which uses functions to define the clip durations. In diesem Menü angekommen, wähle ich als erstes einmal die Art des Clips aus, die ich verwenden möchte. Ich möchte hier entlang einer Fläche klippen. Diese Fläche fixiere ich im Ursprung des Zeichenblattes, das heißt, ich trage hier überall eine 0 ein. Die Richtung definiere ich, ist hier schon automatisch korrekt definiert, und zwar ein 1 entlang der Z-Richtung. Nun gehe ich einmal auf Apply. Bei Outline möchte ich Surface with Edges haben. Was möchte ich sehen? Ich möchte hier von Mises Vergleichsspannungen sehen. Meinen Ursprungskörper blende ich einmal wieder ein, damit man das gesamte Modell sieht. Ich gehe mal hier wiederum auf Select.
Selektionsstil gehe ich hier einmal auf False, damit man das Ganze wieder ordentlich drehen kann. Taskpanel. Und nun kann ich in das Innere meines Körpers hineinsehen. Ich gehe hier einmal auf Cut Cells, damit ich hier einen geraden Abschnitt habe. Apply. Und damit habe ich nun auch meinen Ausgangskörper wiederum so weit erstellt, wie ich es am Anfang des Videos gezeigt habe. In dieser Post-Processing Pipeline gibt es noch sehr viele Möglichkeiten. Da kann man einfach ein wenig rumprobieren, was damit noch möglich ist. Und damit bin ich nun in Summe auch schon am Ende meines Tutorials angekommen. Ich würde mich freuen, wenn ich damit dem einen oder anderen weitergeholfen habe und ich würde mich über Vorschläge, Kritik, bessere Vorgehensweisen und so weiter, das heißt über Kommentare in YouTube, jederzeit freuen. Und damit bedanke ich mich bei eurer Aufmerksamkeit.